Hallo? War mal zweimal hintereinander einen Ball berührt, war es mal beim Volleyball nicht der. Man darf nur einmal einen Ball spielen. Und wenn man zweimal spielt, dann kriegen die anderen, die Gegner, einen Punkt. Zweimal den Ball berührt. Also wenn der Spieler im Ball zweimal hintereinander berührt. Wenn ein technischer Fehler, so Wenn was. man mit den Händen so mit einem Hand und dann mit der anderen, das ist dann ein technischer Fehler und der Doppel. Also ein Netzfehler ist das, wenn man zum Beispiel ein Spieler jetzt nicht nur berührt oder. Ich hätte schon so gesehen, ja. Also, wenn er eigentlich Ja. greift. Aber wenn der Ball reinfällt am Boden, dann ist eigentlich kein Na, Netzfehler. dann ist ein normaler Punkt. Das sind normale Punkte. Aber nicht, wenn der Spieler rein. Und der Spieler ins Netz reinrennt, ist ein Ein Netzfehler, Netzfehler. ja. Also, es gibt da bei der Rotation gibt es die bestimmten Positionen und die wechseln halt immer wieder weiter. Und wenn jetzt da zum Beispiel einer anders da steht oder falsch, muss eine Wiederholung geben, weil es nicht richtig gestanden. Na, Ja, komm, muss aber nicht. Kindert. Ein Oder Punkt zu den meistens ist anderen. der Punkt für die anderen, also ist eigentlich der Punkt für die anderen. Also, vier Berührungen sind das, wenn man in der Mannschaft, halt in die, wo's auf dem Platz sind, viermal hin und her spielt. Wenn es nicht beim dritten Mal umgeht, dann ist es viermal. Ja. Gibt ja nichts mehr zu sagen. Oh.